Log-Eintrag 1, der letzte Messetag beginnt. Heute gehen wir erst zu 12 auf die Messe, weil es gestern sehr lange ging. Und wie ihr gesehen habt, mein Geburtstag gefeiert wurde. Das war echt geil im Waldgeist. Und ja, wir müssen jetzt zusammenpacken, auch wenn es ein bisschen chaotisch aussieht. Es ist echt krass, wie schnell die Zeit vorbeiging. Jetzt ist es doch schon zu Ende. Aber trotzdem nächstes Jahr genauso geil. Aber erstmal, bevor wir zu viel reden, gehen wir auf die Messe und machen das User-Meeting. So, wir sind auf dem Parkplatz. Wir haben uns echt die kleinste Lücke ausgesucht, die man sich so aussuchen kann. Und Todi musste, weil er zu fett ist, musste aus der Hintertür raus. Also hier auf der Seite. Und ja, ich habe mich irgendwie durch so einen Spalt durchgequetscht, aber es hat funktioniert. Ich weiß noch, bei Snap haben wir kurz ein Video gemacht und Tony macht halt auch die Detailaufnahme darüber mit ihm. An sich ein sehr gelungenes und cooles Produkt, muss ich sagen. Alle Infos in der Videobeschreibung unten drin. Jetzt wird der Jan auch in dem Bann der Snap-by-Snap-Klemmen eingesaugt. Das war doch ganz cool, die Idee. Noch wenige Minuten bis zum User-Treffen. Wir warten erst noch auf Jan und auf Kevin und dann geht auch schon los zu Steinicke. Wir warten noch und dann gehen wir zusammen dahin und treffen ein paar Abonnenten. Wird bestimmt ganz geil. Ein schöner Abschluss zum letzten Messertag. Der Herr Scholten ist jetzt mal eingetroffen. Schon wieder. Ja, zu spät. Ja, ich bin halt immer busy. Das Problem ist, wenn ich jetzt durch die Messe laufe, dann kennst du so viele Leute und du quatsch dich halt immer fest. Ne? Ja, ich habe jetzt gerade mal ein bisschen Zeit, die Kamera weggepackt haben. Ich kam selber schon zu spät bei Ayrton letztens. Also habe ich mal ein bisschen länger mit ein paar Leuten gequatscht und das ist auch immer gut, die Kontakte zu pflegen. Ne? Ich wollte ja nur mal basteln, mehr nicht. Was wolltest du? Nix, alles gut. Ja. Und Nico, was meinst du, wie viele Leute kommen? Ich habe keine Ahnung. Ist voll mit 500 also, Leuten oder so? 1000? Ja, nein. Auf jeden Fall. Ne? Irgendwie, ich glaube, bei Facebook haben, glaube ich, 11 zugesagt. Ich bin mir nicht sicher. Ja. Es könnten 5 sein, es könnten 20 sein. Ich bin mir nicht sicher. Ganz ehrlich, wenn es 20 sind, finde ich es cool, weil dann kannst du mit jedem auch entspannt quatschen. Das stimmt. Aber ich bin einfach mit 5 zufrieden. Also ich weiß es nicht. Jeder, der kommt, mit dem bin ich zufrieden. Ne? Ja, ich auch. Also von daher, ich bin gespannt, wie die Gespräche laufen werden. Ich auch. Bis gleich, wir werden es ja sehen. So, sollen wir mal losgehen? Ja, geht los. Aber ich glaube, also so viel werden da wohl nicht stehen. Nein. Ich glaube auch, dass das wird sich echt in Grenzen halten. Aber ist auch völlig egal, weißt du? Ja, es ist eigentlich ist es cool, ne? Ja. Einfach mit zu stehen, einfach mal zu gucken. Was will ich zu Hause haben hier? Das? Oh mein Gott. Wohnnebel. Kannst du bei Hayspace organisieren. Und ja, schauen wir mal. Nehme ich mit. Oh, sie hören auch schon ein paar da, ne? Meinst du, die gehören zu uns? Weiß nicht, ob die zu uns gehören. Ich auch nicht, keine Ahnung. Keine Ahnung, ne? Nein, weiß ich nicht. Nein, die gehören nicht zu uns bestimmt, oder? Nein, glaube ich nicht. Servus! Bei Voice Acoustics. Stefan. Hallo. Freitag. Und, genau, Freitag. Und ich würde sagen, wir fallen schon ein bisschen auf in der Halle, weil hier ist ja auch nicht mehr so viel los. Nee, nicht mehr so viel los, aber super gelaufen für uns. War eine starke Messe. Also, so muss das sein, ne? Wir gehen mit dem Lächeln nach Hause, muss ich sagen. Ja, sehr schön. Das ist sehr schön. Ich verteile mal eben weiter unsere Voice Acoustics Kugelschreiber. Ja, auf jeden Fall. Müssen wir auch eine Dose. Ja, bitteschön. Aber ich will nicht die kaputte. Die ist kaputt. Was? Die Delle? Die hat eine Delle. Oh Gott, Jan. Ja, ne? Das schmeckt anders, wenn man eine Delle drin hat. Du hast recht, das ist dann nicht gut. Aber lauf da nicht rein. Ne? Oh, guck mal, das. Nein, ich reiß mich zusammen. Ja, auch immer nicht, dass du gleich eine Box vom Kopf hast. Wo gibt's die Mac-Brötchen? Die Mac-Brötchen. Es ist jetzt schon mittlerweile so weit gekommen, dass ich jetzt schon die ersten Autogrammkarten unterschreiben muss. Also ich glaube, vielleicht. Egal. Vielleicht muss ich mir nächstes Jahr mal Autogrammkarten drucken lassen. Ja. Das auch noch. Nein, aber ich werde es einfach da schreiben. Und ich weiß noch nicht mehr, was ich darauf schreiben soll. Ich mach's jetzt einfach. Pass auf. Geht da zu Steinicke zurück und macht einfach nochmal ein Foto zu zweit. So. Flupp. Wunderbar. Das musst du mir irgendwie noch fotografieren, damit ich das auch üben kann. Ja, hier einmal die Kamera. Oder komm, einfach da quer drüber, die brauche ich nicht mehr. Ich mach das auch nochmal so, damit zum Üben. Ah, war nicht ganz so gut. Nee, ist auch noch mal da. Ja, komm da auch noch mal.
kannst auch gerne unterschreiben. Oh ne, ich bin nur Kameramann. Ah. Aber ich schau mal was drauf. Toni ist aber schon lange mein Kameradoli. Ja. Ja. Ich auch noch das reinkommen, so ich so, wir sind jetzt hier, das ist jetzt der harte Kern noch, der übergeblieben ist. Und es war auf jeden Fall cool, waren viele coole Leute dabei. Nico, wie ist dein Fazit so? Was sagst du? Mein Fazit ist, war eine kleine entspannte Runde, fand ich ja. Sehr cool. Man konnte mit jedem reden, das war echt cool, ne? Das ist richtig. Ja, fand ich auch. Im Vergleich zu den anderen User-Meetings, die es mal gab. 2013 bin ich nur so. Das war so, ja, ne? Nee, war cool, auf jeden Fall. Ja. Ich hoffe, ihr hattet auch so ein bisschen wenigstens. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, ja, sehr. Das schön. Ist gut, ne? Und, genau. Down, thumbs up. Nein, bitte nicht, bitte nicht den DJ Down, bitte nicht. Hier, kriegst du leicht zwei davon, bitteschön. Okay, jetzt können wir zusammen noch einmal in die Kamera? Ja, natürlich. Aber warte, lass die doch alle mitmachen. Komm. Ja, komm, wir machen alle. Könnt ihr noch Practice and Enjoy? Garantiert, oder? Okay, dann würde ich sagen, Practice and Enjoy.